Im 18. Jahrhundert kam der Wunsch nach einem Tasteninstrument auf mit mehr Klangvolumen und Ausdrucksfähigkeit. Es wurde eine neue Mechanik entwickelt und in die Instrumente eingebaut. Die ersten Hammerflügel waren im Aussehen und im Klang noch sehr ähnlich den Cembali. Die Saiten des Hammerflügels werden mit einem Holzhämmerchen angeschlagen. Dieses Holzhämmerchen ist meist mit Filz oder Leder bespannt. Die meisten Hammerflügel haben zwei Pedale. An diesem Instrument gibt es stattdessen zwei Kniehebel. Wenn ich den linken Kniehebel betätige, legt sich ein dünnes Tuch zwischen Hämmerchen und Saite. Der Klang wird leiser. Wenn ich den rechten Kniehebel benutze, hebe ich die Dämpfung auf und der Ton klingt länger nach, als der Finger die Taste berührt. Anfangs war noch gar nicht klar, dass man einen neuen Typ des Saitenklaviers geschaffen hatte. Es gab viele Experimente und Entwicklungsstufen, die zum heutigen Klavier führten. Die Bauweise wurde massiver und stabiler. Ein gusseiserner Rahmen, Stahlsaiten und eine ausgefeilte Mechanik verleihen dem heutigen Konzertflügel mehr Klangvolumen, einen brillanten Ton und eine zuverlässigere Spielweise, als das bei Hammerklavieren der Klassik oder der Romantik der Fall ist. Ein Hammerflügel hat einen helleren, trockeneren und einen wesentlich leiseren Klang als ein modernes Klavier. Johann Sebastian Bach kannte die ersten Instrumente dieser neuen Mechanik. Es gibt allerdings kein Werk, was sich eindeutig dem Hammerflügel zuordnen lässt von ihm. Stattdessen möchte ich diesen besonderen Klang des Instrumentes an einem Werk von Robert Schumann demonstrieren. Schumann hat sich ausgiebig mit Bachs Musik beschäftigt und war ein großer Verehrer. Thank you.